Willkommen zum Kapitel 15 unseres Infodienstes Leben ohne Krankheit. Heute werden wir Schwellungen und Hämatome gut in den Griff zu bekommen lernen. Das natürlich nach unserem bekannten Kriterium, dass dabei keine Risiken, Gefahren oder Folgeerkrankungen in Kauf genommen werden dürfen. Leben ohne Krankheit mag für jeden etwas anderes bedeuten. Für mich heißt es, dass möglichst frei zu leben, das auch möglichst lange. Frei sein heißt leistungsfähig zu sein, um seine eigenen Entscheidungen für das Dasein auf der Basis hoher Sachkenntnis zu treffen und danach zu leben. Ich weiß, dass sich das ein wenig abgewandelt nach Friedrich Engels anhört. Wenn das eigene freie Handeln andere nicht beeinträchtigt, deren Freiheit zu leben, dann finde ich es eben lebenswert und gut. Zum Leben ohne Krankheit gehört für mich auch, Kultur zu genießen und kulturvoll zu leben. Das geht nur, wenn uns Krankheiten nicht einschränken. Soweit zur Philosophie. Was hat das mit Schwellungen und Hämatomen zu tun? Sehr viel. Schwellungen und Hämatome kommen in Verbindung mit Entzündungen vor und die müssen wir unbedingt vermeiden oder gering halten. Denn Entzündungen sind die Ursache für frühen Tod. Und früher Tod hat nichts mit Leben ohne Krankheit zu tun. So hat also unsere Kenntnis, wie wir Schwellungen und Hämatome geschickt begegnen, einen großen Stellenwert, eine große Bedeutung für unsere Lebensqualität. Über das Vermeiden von Schwellungen kann ich außer klugen Sprüchen nichts beitragen. Das muss jeder wissen, wie er kleinere oder größere Traumen vermeidet. Ich schlage vor, es werden Zusammenstöße in der Umwelt oder mit der Umwelt, zum Beispiel Unfälle, verhindert. Also ich sage schon kluge Sprüche. Hier ist es so wie letztens bei den Muskelfaserrissen. Ich kann nichts dazu beitragen, diese zu verhindern, außer kluge Sprüche klopfen. Wie man jedoch mit den Muskelfaserrissen geschickt umgehen kann, das haben Sie eventuell gestern von mir erfahren. So weiß ich auch heute zu erklären, wie das mit den Schwellungen und Hämatomen geht. Sehen und hören Sie sich einfach folgendes Video an. Auch das habe ich schon vor Jahresfrist aufgezeichnet. Im nachfolgenden Fall zeige ich Ihnen ein Video, das uns ein Patient aus Berlin zugesandt hat. Dieser Patient hatte in der Vergangenheit Vivotum Premium erfolgreich eingesetzt gegen seine Knieschmerzen, also gegen die Gonarthrose. Nun hat er sich leider am Möbelstück in seiner Wohnung gestoßen und es entstand dort, wo er sich gestoßen hat, nämlich in der Nähe des Schienbeins, eine Schwellung, vielleicht ein Hämatom, zumindest eine Schwellung, die sehr schmerzhaft ist. Sehen Sie doch an, wie der Patient selbst sich mit Vivotom an dieser Stelle behandeln konnte. Sehen Sie an, wie der Patient das gemacht hat. Dankenswerterweise hat er uns ein Video geschickt, das ich Ihnen nachfolgend vorstellen möchte. Der Patient zeigt uns also hier die deutliche Schwellung am Unterschenkel. Er zeigt hier gerade darauf. Wir können es auch sehen. Vielen Dank für die Aufnahme. Und diese Schwellung stört natürlich, schmerzt auch ein wenig. Und der Patient wird uns zeigen, wie er das Vivotom ansetzt und dann den Tag über verwendet. Und wir wünschen uns, dass er natürlich uns zeigt, wie der Verlauf dieser Schwellung unter dem Einsatz von Vivotom Premium dann sich weiterentwickelt. Der Patient zeigt uns hier sehr gut, wie er das Gerät anbringt. Das heißt, er klebt einfach nur die Elektroden auf. Achtet noch darauf, dass die Abstände eingehalten werden, das heißt, dass die Elektroden nicht übereinander kleben an keiner Stelle. Hier korrigiert er es gerade und wird dann die Kleidung wieder anziehen und über den Tag das Vivotom Premium verwenden.
Und hier sehen wir, wie der Patient zurechtgekommen ist. Er hatte ungefähr nach 24 Stunden diese Aufnahme begonnen und zeigt uns nun das angelegte Gerät, das nun fast einen Tag und die Nacht dran gearbeitet hat. Er hat sich nicht beeinträchtigen lassen, hat normal seine Gartenarbeit am Wochenende wie immer durchgeführt und hat mir am Telefon berichtet, dass er schon 2 Stunden nach Ansetzen des Hämatoms keine Schmerzen mehr spürte, aber die Schwellung war noch tastbar. Und dann hat er sich nicht mehr gekümmert. Nun sehen wir mal, was nach insgesamt ca. 24 Stunden erreicht wurde. Oh, wir sehen schon gegenüber gestern, dass die Schwellung weit zurückgegangen ist, sich wesentlich verbessert hat. Und wenn der Patient sagt, er hat keine Schmerzen mehr, dann hat sich das Gerät seinen Teil gebracht. Vielen Dank dafür. So muss das also sein, wenn uns die Schwellungen keine weiteren Schmerzen bereiten sollen. Die Ursache der Schmerzen ist damit auch gleich erledigt. Die Hochtonfrequenztherapie macht es möglich. Somit gibt es keine langwierigen Probleme mit Entzündungen. Wir sichern uns ein langes Leben, das nicht durch Entzündungen beeinträchtigt wird. Bei den Hämatomen ist es nicht anders. Wir gehen genauso vor wie bei den Schwellungen. Machen Sie es genauso wie im Video zu den Schwellungen. Der Berliner Patient hat es gut gezeigt. Bei den Hämatomen kommt hinzu, dass diese in Gelenksnähe ein Einbluten in dieses Gelenk befürchten lassen. Das ist sehr gefährlich, weil es dort zu ernsthaften toxischen Reaktionen kommen kann. Es ist also nur klug gehandelt, wenn schnell gehandelt wird. Gut dabei, dass Hochtonfrequenztherapie mit Vevotom Premium da ist, dem weltweit kleinsten und effektivsten Gerät seiner Klasse. Es ist ja gleich zur Hand und jederzeit und fast an jedem Ort einsetzbar. Heute konnten wir also lernen, wie wir auch beim Auftreten von Schwellungen und Hämatomen diesen erst gar nicht zu negativen Auswirkungen auf unsere Lebensqualität eine Chance lassen, sondern alles gut in den Griff bekommen. Wir erhalten unser Leben ohne Krankheit und das ohne Risiko, Gefahren und Folgeerkrankungen. Soweit heute. Morgen werden wir uns mal mit dem Stellenwert von Behandlungsmethoden ganz für uns persönlich auseinandersetzen. Und das setzen wir in Relation zu klinischen Studien, Kassenzulassungen, medizinischen Leitlinien, Selbstzahlung oder Nicht-Selbstzahlung und überhaupt den Risiken und Gefahren zu Folgeerkrankungen. Freuen Sie sich auf morgen!